komme ich denn jetzt hier raus? Ah ja, hier geht's tatsächlich... Nee, Moment mal, Mana war das nicht. Erdung war das nicht. Oh, ich sehe nichts. Jetzt habe ich ein Problem. Weil ich jetzt gerade irgendwie gehangen habe und gerade kurzzeitig... Mana fehlt noch. Hui. Der ist jetzt auch nochmal quer hier durchgeflogen. Was hat der da gehabt? Der hat Kohl gehabt, natürlich. Deswegen war er auch unsterblich. Herz des Fiegereisten. Moment mal. Ich hab doch die Stiefel. Die Rüstung habe ich nicht. Verbessert leichte Rüstung um 4 Punkte. Einhandangriffe für unseren 4... Ja, damit. Jetzt kann ich natürlich nicht laufen, das ist das Problem. Rolle der Unterwasseratmung. Schlüssel der Felsenzuflucht. Stab der Erdung. Dann verschlissene Magierdiadem. Erhöht Mana um 7 Punkte. Was für coole Sachen es hier einfach gibt. Ich will das Diadem aufsetzen. Jetzt muss ich natürlich mal überlegen, was ich wegschmeiße. Wie sieht denn das aus? Passt voll gut. Jetzt sehen wir vor allen Dingen auch mal wieder ein bisschen freundlicher aus. Ich finde das manchmal ein bisschen, leider ein bisschen übertrieben, was man hier so alles haben kann. So, das weg. Eigentlich muss ich den Festlederharnisch auch wegpacken. Ja, ich habe natürlich jetzt hier das Problem. Wobei, ich könnte auch sowas wegpacken wie... Die schlichte Tunika. Jetzt habe ich auch wieder genug Gewicht weg, dass ich laufen kann. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Hier gibt es auf jeden Fall eine Truhe. In der Truhe ist nichts Wichtiges. Und hier ist nochmal ein Arkanenverzauberer. Totenfunke, das haben wir glaube ich schon. Rolle, Ondius Schlüssel, Geselle, Seelenstein und hier gibt es Ambrosia. Oh, jetzt kann ich wieder nicht laufen. Ich habe auch irgendwelche unnützen Gegenstände mitgenommen. Ich weiß leider nicht mehr, wo ich die finde. Hier, sowas wie Holz. Ich und mein Holz, ich und mein Holz. Holzi, Holzi, Holz. Entschuldigung. Hier, Kelch. Ich habe auch so viele Kelche. Jetzt habe ich das Holz erstmal weggepackt. Das wiegt auch schon eine Menge. So. Holz kriege ich eigentlich auch ein bisschen häufiger. Wo komme ich denn da? Da komme ich im Herzland raus. Und wo? Ich will nur mal gucken. Ich weiß, dass da noch eine Tür ist. Ich habe den Schlüssel, ja. Da muss ich nochmal rein. Weil ich wissen will, was dahinter ist. Hinter dieser Tür. Da muss ja irgendwas Interessantes sein. Vielleicht noch ein bisschen Ambrosia. Ambrosia können wir echt gebrauchen. Das ist das Problem. Also, das ist kein Problem, aber... Dass wir es brauchen, ist ein Problem. Oh, ich soll sogar da rein. Egal, ich gucke mich mal hier eben um. Bin ich denn jetzt überhaupt... Oh, ich bin weiter oben rausgekommen. Okay. Was ist das hier für ein Turm? Ein Symbolturm! Das war ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten.
Ha! Die Stadt als freier Bürger betreten. Ja. Wenn du mich auch schon angreifst, dann hast du selber Schuld. Kohlsuppe. Oh, jetzt kann ich schon wieder nicht laufen. Weil ich den Bogen eingesteckt habe, ich Vollhorst. Naja, gehen wir mal weiter. Es war sogar ganz gut, dass ich hier oben geguckt habe, weil hier kommst du nämlich sonst auch nicht hin. Was will man mehr? Wir haben das achte Symbol gefunden. Ich gehe trotzdem wieder zurück, weil ich will diese Tür öffnen und ich könnte mir vorstellen, dass der Schlüssel dafür die Lösung ist. Ich hoffe es zumindest. Ja. Wir gehen hier mal im Kreis. Ich gehe hier im Kreis, denn da ist es ganz heiß. Und das weiß nur der Zeus. So. Ja, das hat das tatsächlich gebracht. Es ist hier mega dunkel. Hier klopft auf jeden Fall wer. Was ist das? Da hinten gibt's irgendwas. Ich kann nur nicht so ganz erkennen, was. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, wo es klopft, die Lösung ist. Hä? Wie komme ich da rein? Da hinten liegt auf jeden Fall etwas. Das sieht mir so ein bisschen wie ein Rätsel aus. Warte. Ich brauche mal den Bogen. Hinten liegt irgendwas. Hatte ich nicht das Adlerauge? Nö, das hatte ich noch nicht. Ja. Kann es sein, dass ich hier irgendwas treffen muss? Dass diese Tür aufgeht. Man sieht aber auch so viel. Nämlich nix. Wie komme ich da rein? Da ist ein Seil. Dieses Seil ist durchtrennt. Da ist eine Falle. Man kommt doch da gar nicht anders rein, oder doch? Da ist er. Komm ich von hier? Aber warum war hier wieder wer? Ne! Hier ist eine Tür. Wie kriege ich die auf? Es ist irgendein Rätsel und dieses Rätsel könnte einige Schwierigkeiten mit sich bringen, weil ich nicht genau weiß, wie das funktioniert. Hier kann ich auch nicht hin. Wie kriege ich denn das auf?
Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss hier rein oder aber ich muss tatsächlich hierher rein. Das wären eigentlich so diese beiden Möglichkeiten. Aber es ist ja auch nirgendwo ein Schalter. Das verstehe ich nicht. Ich halte mich hier gerade ein bisschen lange auf, aber ich will wissen, wie das geht. Naja. Das soll wohl nicht sein. Es soll wohl einfach nicht sein. Oder kann ich hier noch irgendwo einen Hebel ziehen? Was ist das? Ach, man nennt es Selbstverarschung. Von da bin ich doch gekommen. Da oben ist noch eine Kiste. Aha, so kommt man dran. Einfach hochspringen. Hier ist sogar Mana-Trank, die Morgenlufttrank drin. Einzelteile. Sind wir an der Kerzenstelle? Ich nehme nichts mehr mit. Ist ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht weiß, wie man da die Tür aufkriegt. Aber hey, es gibt Schlimmeres. Wie zum Beispiel tot umkippen. Wahrscheinlich gibt es da wieder welche, die haben da sofort den Knopf gefunden, aber ich finde ihn nicht. Oder Hebel. Keine Ahnung nicht. Oder vielleicht hier oben? Nö. Kein blassen Schimmer. Na gut. Dann gehen wir eben an die Oberfläche. Und ich kipp mir mal derweil was zu trinken ein. Oh. Und es knetert. Alter, willst du mich veräppeln? Warte mal. Wie krass das ist. Jetzt hat es aufgehört mit Knetern, wo ich das weggenommen habe. Ich verstehe es nicht. Mann, hatte ich einen Brand gerade. Ganze Glas leer. Innerhalb von ein paar Sekunden. Schön. Ja. Es ruckelt auch gerade etwas. Nicht, dass es... Ja, hier drin ist es ganz schön warm jetzt. Oh, 26 Grad. Ist ja kein Wunder, wenn man Pullover anhat, so wie ich gerade, dann schmilzt man irgendwann dahin. So, jetzt muss ich erstmal runter. Ich will das Kopfgeld kassieren. Der versteckt sich. Korundum-Erz. Der kommt aber wieder. Ein leerer Wolf. Okay. Wo ist der Wolf jetzt hier? Ach, hier liegt ja sogar einer. Ein toter Schürfer. Okay, Kartoffeln. Ein paar Pfeile, Tomate. Den Rest kann er von mir aus behalten. Und ein bisschen Korundum-Erz. Oh!
ihn erwischt? Ah, jetzt kommt er. Los! Bleib stehen! Bleib stehen! Boah, der hat einmal ein Tänzchen gemacht. Finde ich gut. Wie er eben gerade so drehen und umfallen. So, wo waren das jetzt? Hier war's. Korundumerz. Ich hoffe, dass ich das noch tragen kann. Ich habe nämlich die Vermutung, dass wir jetzt gleich schon wieder voll sind. Wie das schon die letzten Male war. War klar. Ich muss echt aufräumen. Das wiegt auch ein. Also das muss auch weg. Was? Dolch der Verzweiflung erhöht kritische Trefferchance um 5%. Uiuiuiuiui. Tja, was packen wir denn mal weg? Hier, die Kelche. So, das heißt, wir laufen jetzt mal nach Hause. Oh, ich glaube draußen geht's so langsam. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier gleich die Welt untergeht. Weil es sieht nämlich so ein... Wieder so ein böser Wolf. Wolf. Ein tollwütiger Fuchs. Damit rechnet man noch nicht. Oh, da liegt auch einfach mal ein Skelett daneben. Mit dem Wein. Weißt du was? Wir hauen uns jetzt mal die Hucke vor. Kann man hier eigentlich an Alkoholvergiftung sterben? Ich weiß gar nicht, gab es hier nicht den Effekt, dass wenn man das Zeug zu viel trinkt, dass man dann, dass einem dann schwummerig wird? Oder vertausche ich das gerade mit einem anderen Spiel? Naja, vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären, die ein bisschen mehr gesoffen haben in Skyrim. Habe ich ja nie. So wirklich. So, jetzt müssen wir erstmal wieder nach Ark. Oh, ich laufe in die falsche Richtung. Ich muss hier lang. Verdammt. Was ist denn das da oben für ein Bauwerk? Ich glaube, ich habe gerade was gehört. Und das kam hier aus diesem Turm. Lebensflusstrank. Nehmen wir mal mit. Ich habe schon wieder... Okay, ich habe tatsächlich was gehört. Aber dass das so ein ekliges Geräusch ist, was die Leute machen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Käserad, das essen wir mal. Wir werden mal kurz mit zwei Schwertern kämpfen. Ihr braucht etwas. Ja. 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 Oh! Fällt einfach dann noch runter. Weil die werden ja gleich immer aggressiv, sonst wäre sie ja nicht aufgestanden. Weißt du, erst sind sie ja freundlich, wenn sie einen sehen. Aber danach... Oh, 7 Stahlpfeile, von denen haben wir nicht so viel. Und hier liegt noch... Bericht eines unbekannten Reisenden, Teil 1. Nimm mal mit. Schon wieder zu viel. Alter. Ich kann hier Käse essen oder sonst irgendwas. Es wird immer zu viel sein. Immer noch. Kürbis. Vielleicht noch ein Kürbis. So. Jetzt habe ich so viel gegessen, jetzt müsste ich mich eigentlich rund und wohl fühlen. Mensch.
Kann auch sein, dass das hier im Spiel ist, das Donnern. Naja, wir laufen jetzt erstmal Richtung Heimat. Ach ja, das war doch schön da, den Wildmagier zu besiegen. Ich bin mal gespannt, wie viel Kopfgeld das ist. Achso, ich muss jetzt erstmal hier komplett runterlaufen. Vor allem, wie lange das hier heute einfach regnet. Es ist ja eine komplette Aufnahme im Regen. Passt ja irgendwie zum heutigen Wetter. Was haben wir hier? War ich hier schon mal? Oh. Ja, natürlich war ich hier schon mal. Und sie ist auch draußen, das ist sehr gut. Ich kann nun nicht mehr laufen. Dann schließen wir jetzt mal die Gnadalf-Quest ab und die mit dem Kopfgeld. Aber da muss ich woanders hin, da muss ich glaube ich nach Flussheim, ne? Einen Obolus, der Herr wird es euch vergüten. Und? Irgendwelche Fortschritte? Ich habe mich um euer Problemchen gekümmert. Gnadalf ist tot. Ja, das habe ich schon mitbekommen. Dieser Kyrana und dieser Shriam Gash hat der Garde ganz schön Feuer unterm Hintern gemacht. Mhm. Aber er hat ja auch recht. Schöne Zeiten sind das, wo Bestien ungestört vor den Stadtmauern rumschlendern können und die Garde währenddessen Moralas Würfel in der Taverne spielt. Naja, danke jedenfalls. Ich werde die nächsten Nächte schlafen wie ein Neugeborenes. Oh. Jetzt kommt mit. Ich soll mitkommen? Okay. Stimmt ja. Bitteschön, das ist Wirbelsturm. Ich schenke ihn euch, wie vereinbart. Das habt ihr euch mehr als verdient. Passt gut auf ihn auf. Oh Gott, damit bin ich jetzt ja gar nicht. Wie nennen wir denn unseren Esel? Unser Reittier. Wirbelwind? Nein. Feuersturm. Wirbelsturm heißt es ja im Moment. Wir können es aber auch umbenennen in... In Wirbelsturm. Mir fällt leider gerade nichts ein. Ich bin darauf nicht gefasst gewesen jetzt. Pferdeflöte. Hi, Wirbelsturm. Na? Alles gut? Komm, wir reiten mal ein bisschen um die Gegend. Oh, wir torkeln noch ein bisschen. So, mal eben gerade gucken, wo ich eigentlich hin müsste. Wenn ich die Quest abschließen will. Da. Da muss ich mitten in Ark rein. Ich werde Wirbelsturm mal hier parken. Huch. Und wir können ja Wirbelsturm jederzeit rufen. Da fehlt jetzt noch ein Sattel. Ich weiß nicht, ob wir Wirbelsturm mit einem Sattel ausstatten können. Aber es müsste eigentlich gehen. Ich gucke gerade mal so raus. Ich habe nämlich so das Gefühl, es blitzt tatsächlich draußen. Es kann auch sein, dass ich mich täusche. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Kann ich euch ganz verbindlich zeigen. Was ist denn? Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Alter, was für... Nein. Was für eine Schlange. Dann einen wunderschönen Tag. Da aus diesem...
Was? Schreitet wohl, Madame. Wieso kommen denn alle auf einmal aus dem Tanzen normal? Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch einladen? Lange werdet ihr dafür nämlich nicht mehr die Zeit haben. Nein? Gut, dann einen wunderschönen Tag auch. Okay. Oh Gott, hier ist ja Stau. Geht weiter. Stau am Marktplatz. So, jetzt lädt das noch. Ich möchte gerne diese Quest noch abschließen. Ich bin mal gespannt, wie viel Geld das ist. Und das möchte ich dann eigentlich gerne mal auf die Bank packen. Weil wir hatten ja das Bankkonto ein bisschen leergeräumt. Weil wir ja, glaube ich, das Haus davon gekauft haben. Apropos. Hallo. Schmelze mal kurz benutzen. Korundumwaren. Ich habe 9 Stück. Jetzt wird unser Inventar auch ein bisschen leichter. Eisenbarren. So. Jetzt bin ich ja mal gespannt. 170. Das geht ja noch. Oh, wir steigen auch bald wieder auf. So, was haben wir denn da? Kopfgeldauftrag suchen. Maulus war ein blinder Passagier, der sich auf einem Schiff versteckte, das aus Nieren kam. Er wurde am Hafen entdeckt, überwältigte die Kapitänin des Schiffes und ermordete auf seinem Weg durch die Stadt 3 Rekruten der Stadtwache, um sich anschließend in der Unterstadt zu verkriechen. Ich muss ihn töten, um das Kopfgeld zu kassieren. Für sein Ableben sind 200 enderalische Groschen ausgeschrieben. Nimm was an. Der verrückte gewordene Gardist, den Würgler. Was kann ich euch Gutes tun? Wie ist die Lage? Oh, ehrliche Antwort? Bescheiden. Seit diesem roten Wahnsinn sind die Straßen für uns Händler kaum noch bereisbar. Okay. Es sei denn, man hat die Groschen, um eine bewaffnete Eskorte Söldner zu bezahlen. Und die haben die wenigsten. Aber naja, irgendwie schlägt man sich schon durch. Hunger haben die Leute immer. Und solange die Bauern liefern, habe ich Kunden. Das stimmt. Zeigt mir eure Ware. Aber gerne doch. Was kann ich denn... Sie hat also hauptsächlich Essen. Das heißt, wir könnten hier Knoblauch verkaufen. Der ist null wert. Super. Oder hier den Honigwein. Oder sowas wie den Eintopf. Gebratener Lachs. Komm, den verkaufen wir mal. Genauso wie Flussheimer Honigwein. Weil so ein bisschen Geld können wir ja haben. Äpfel. Tomaten. Das sind mehr so diese kleinen Sachen. Die packen wir auch mal alle da hin. Mana-Pilze nicht. Lauch bringt auch nicht so wirklich. Der bringt null. Kohl. Ich denke mal, das reicht. Möge euer Pfad stets eben sein. So, die hat hier Bücher. Malfas zum Gruß. Sucht ihr einen Trank, um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Okay, dann will ich das mal sehen. Aber immer doch. Ach du. Diamant. Sowas findet man... Sau. Aber wirklich sau selten. Und jetzt weiß ich mal, wie viel so ein Diamant wert ist. 749 Münzen. Boah, ist das eine Geldanlage. Das ist viel besser als hier diese ganzen Amethysten und sowas, was wir kriegen. Weil das ist nämlich so ein Schmuckstück, das ist sehr häufig vertreten. Aber Diamanten sind auch immer schon sehr selten gewesen in diesen Spielen. Und du musst dir das mal vorstellen, 749 Münzen. Was kann man denn damit machen? Also wenn man den verkauft, ist man echt reich, glaube ich. Könnte ich sogar Honig kaufen. Makel...
1604. Willst du mich veräppeln? Was? Mittlerer Rucksack? Das wäre natürlich mal so eine Anschaffung wert. Kostet aber auch sein Geld, ne? Naja, wir wollen mal eben gerade gucken. Ich habe ein paar Bücher mehr. Damals zwei Stück. Die verkaufe ich einfach mal. Genauso wie Zauberbuch Gleißender Funke. Diese Bücher hier habe ich noch nicht gelesen. Da! Bericht eines unbekannten Reisenden Band 1. Das wäre tatsächlich mal ein Buch, was wir uns anschauen könnten. Schreitet wohl. Mesdames. Oh, das war der unfreundliche Typ, glaube ich. Oh. Fuji spielt Dead by Daylight. Ist ja sehr schön. Ich habe mal wieder die Einblendungen angelassen. Ist mir gar nicht aufgefallen. Naja, heute ist sowieso die Aufnahme ein bisschen merkwürdig. Schreitet wohl. Kann ich euch ganz unverbindlich zu einem Galeriebesuch. Wo war denn jetzt meine Hütte? War das die hier? Ja, das war sie. Ich möchte dann nämlich mal gerade rein. Willkommen. Ich war doch schon mal hier drin, oder? So, jetzt möchte ich mich mal eben gerade leer machen. Ich pack da mal alles rein, was ich gerade nicht brauche. Die Baupläne. Ja, das ist die Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Da haben wir viel Pfeile, ne? 739. Ich will mal ganz kurz da was anmerken. Früher bei Morrowind und Oblivion haben ja die Pfeile auch Gewicht gehabt. Ich finde es ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unlogisch, ne? Aber es ist unlogisch, dass das kein Gewicht hat, das Zeug. Ich meine, ist natürlich gut für den Spieler, der hat halt unendlich viel Pfeile, aber das ist irgendwie nicht so richtig die Herausforderung dann, ne? Ist natürlich schön, wenn man so viel mitschleppen kann. Egal, das war jetzt eigentlich nur mal so kurz ein Anmerk darauf. Weil es stimmt ja tatsächlich, ne? Es ist ja noch nicht mal so von den Haaren herbeigezogen, das ist ja tatsächlich wahr. Gegorene Ziegenmilch packe ich ja auch mal rein. Ruft euer Reittier hierbei. Lässt sich nur im Außenbereich einsetzen, okay. Eine Amphore habe ich hier noch. Alter, habe ich hier viele Baupläne. Hier Corundumbarren. Corundumerz. Ich habe hier noch Fuchspelz. Habe auch noch Lederhaut, ganz viel. Ganz schön viel, ne? 14 Stück. Packen wir mal alle hier rein. Genauso wie die Lederstreifen. Libelle im Glas. Quecksilberbarren. Stahlbarren. Oh Gott, warum habe ich einen Schädel mitgenommen? Was ich auf jeden Fall mal machen möchte. Und wo ist die Biene? So, wo packen wir das mal hin? So, ich hab's doch losgelassen. Nein, nicht drehen. Sehen echt gut aus. Wobei die Biene, ich will hier jetzt nicht sagen, aber die sieht so ein bisschen wie eine Vespa aus. Meine Biene hat nämlich einen runden Hintern, nicht so einen spitzen. Und eine Vespa hat mehr so diesen spitzeren Hintern. Schon ein bisschen komisch. Gut. Okay, Freunde. Oh je, wir müssen hier auch noch sehr viel ausbauen. Und. Ich würde jetzt erstmal sagen,
Das war's fürs Erste hier bei Enderal. Ich habe jetzt 1 Stunde und 3 aufgenommen, aber ich muss leider schon aufhören, weil es ist hier unheimlich warm drin. Wenn ich da oben aufs Thermometer gucke, 27 Grad. Und naja, ich war so schlau und habe einen Pullover angezogen. Ich weiß nicht, ich glaube, nächstes Mal ziehe ich irgendein Shirt an. Das ist halt so, ne? Gut, oh, voll gegen. Auf jeden Fall, ja, ich stelle mich immer an den Kamin, weißt du, damit es mir noch wärmer wird. Oh, man sieht das Gesicht nicht. Stellen wir uns mal lieber so hin. Ja, so. Mensch, wir sehen eigentlich schon richtig stattlich aus. Tja, was soll man sagen? Ich sage jedenfalls jetzt erstmal eines. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier wieder weiter. Ich hoffe, dass ich diesen Abstand etwas verkürzen kann. Das heißt, dass ihr schon übermorgen die nächste Folge habt. Aber ich kann es halt nicht versprechen. Aber ich versuche mein Bestes. Weil bei uns jetzt auch ein bisschen was hier ist im Ort und so weiter. Aber egal. Ich sage jetzt jedenfalls erstmal auf Wiedersehen und macht es gut. Bis bald. Tschüss.